Ja, herzlichen Dank, Herr Meier-Guckel. Ich bin also jetzt die Kaffeepause und versuche zweierlei Dinge. Ich versuche ein bisschen die Brücke zwischen Europa und Amerika zu schlagen und insbesondere versuche ich, den vielen Ideen, die Sie sicher gehört haben, die Sie im Kopf haben, ein bisschen eine Struktur zu geben. Eine Struktur sowohl von den Treibern der Veränderung als auch hinterher in der Wertschöpfungskette der Bildung eine Struktur, die erläutert, warum wir das eigentlich alles tun. Und ich hoffe, am Ende des Vortrags werden Sie verstanden haben, warum das Ganze Beyond MOOCs heißt. Ich beginne mit etwas, was relativ selbstverständlich ist, sonst wären Sie nicht hier. Uns beschäftigt die Frage, wenn aus dem Handel und aus Karstadt irgendwann mal Amazon geworden ist, wenn aus den klassischen Fernsehen YouTube geworden ist, was dann eben aus dem Hörsaal wird. Und die Frage Ihnen zu beantworten, was Digitalisierung für das Lernen, insbesondere natürlich im Bereich der universitären Bildung, bedeutet. Klar ist auch, und wir haben das jetzt mehrfach heute schon gehört, da ist mindestens ein Hype. Und die Frage, die es noch zu beantworten gilt, ist, ob auch Hope dahinter steckt. Und der Hype, den sehen wir, Harvard für alle, der digitale Tsunami, diese Schlagworte waren heute auch schon erwähnt. Das, was mir ein bisschen zu hoch bewertet wird, und das werden Sie gleich im Vortrag sehen, ist, dass die MOOCs die Lösung sind oder die große Veränderung. Für uns, und deswegen heißt eben auch diese Tagung unter anderem Beyond MOOCs oder MOOCs and Beyond, geht es darum, dass sie wichtige Katalysatoren einer Diskussion sind. Sie haben uns ein Stück aufgerüttelt, sie haben das Thema digitale Bildung wieder auf die Tagesordnung gesetzt. Wir hatten ja vor 10 Jahren, Herr Meier-Guckel hatte das gerade erwähnt, schon mal eine E-Learning-Welle in Deutschland gehabt. Aber heute, seien wir ehrlich, sind die MOOCs nicht viel mehr als eine relativ langweilige digitale Kopie dessen, was wir immer gemacht haben. Und die Frage ist also, was kommt nach der langweiligen digitalen Kopie? Jetzt gibt es ein paar Anwendungen, die dann offensichtlich sind. Also Internationalisierung und Marketing. Ich würde davon ausgehen, dass in weniger als 5 Jahren, so wie Sie heute alle in den Hochschulen eine Webpage haben, wo man die Informationen abrufen kann, Sie irgendeinen MOOC als Schnupperstudium vorhalten müssen, damit, wenn Sie gerade international nach neuen Studierenden suchen, die auch eine Chance haben, Ihre Hochschule kennenzulernen. Da ist also Marketing, da ist Werbung, da ist Internationalisierung, da werden diese Produkte und wahrscheinlich relativ ähnlich zu denen heute eine Rolle spielen. Ganz kurz heute Morgen mal erwähnt, das Thema Weiterbildung, das war ja auch in einem der Gallery Walks eine der Fokuspunkte. Klar ist, die deutschen Hochschulen, zumindest im internationalen Vergleich, sind relativ wenig aktiv, was das Thema Weiterbildung angeht. Ja, die Hochschule ist sehr stark auf den traditionellen typischen Studenten fokussiert und sowohl der atypische Student, also der lebenslange Lerner, der schon ein bisschen älter ist, Teilzeit studiert, als auch der klassische im Beruf stehende jemand, der noch ein Seminar, irgendwie eine Fortbildung haben will, ist heute nicht im Kernfokus der deutschen Hochschulen. Und da werden natürlich diese digitalen Produkte Möglichkeiten bieten, dass sie auch als Institution ein Stück davon partizipieren, was ihre Kollegen heute schon längst tun, nämlich dass sie in den Seminaren der privaten Anbieter noch ein bisschen was extra verdienen und da durchaus präsent sind, aber eben jetzt auch der Hochschule als Institution die Chance geben, in den Weiterbildungsmarkt einzusteigen. So, das sind Potenziale, die wir sehen, die teilweise schon genutzt werden, die relativ naheliegend sind. Und ich will jetzt zu einigen kommen, über die mir noch zu wenig diskutiert wird. Und das erste ist das Thema Modularisierung und die damit verbundene Anrechnung. Und da sehen wir einfach auch in den letzten Monaten einen deutlichen Trend. Ich war im Januar in Palo Alto und hatte auch mit Daphne Koller von Coursera geredet. Und die hat damals für mich was ganz Verblüffendes gesagt, aus der typischen Sichtweise wahrscheinlich einer Stanford-Professorin. A course is a course and it takes 14 weeks and it's 3 credits long. And ihr Ziel war, aus den ganzen traditionellen Kursen auf der Plattform ein Vorlesungsangebot im Sinne von Bachelor- und Masterstudiengängen zusammenzustellen. Ein paar Monate später redet sie plötzlich über Knowledge Nuggets, Learning Nuggets, kleinere Einheiten, Module,
Also auch Plattformen wie Coursera haben erkannt, dass nicht das Endprodukt des digitalen Lernens ein 14-Wochen-Kurs ist, sondern dass es eben in kleineren Happen funktioniert, in kleineren Modulen, die dann auch nicht mehr ganzen Credits irgendwie der ganzen Logik gehorchen, die aber eben auch für den Einzelnen, wenn er konkret was lernen will, viel schneller zugänglich sind. Und man kann das jetzt ein bisschen auch noch ein bisschen weiter drehen, diese Idee. Können sich ja YouTube angucken und überlegen, was die Menschen heute auf YouTube machen. Klar, da gibt es viele, die gucken irgendwie die neuesten Videos und freuen sich an der Musik. Aber es gibt auch immer mehr, die das YouTube, den YouTube-Channel neben dem, was Herr Lovitschak macht, auch benutzen, um sich winzige Lernmodule anzugucken und anzueignen. Ich war vor ein paar Wochen an der Ostküste, war in New York, traf einen alten Studienkollegen, theoretischer Physiker wie ich, ähnlich praktisch veranlagt mit seinen Händen wie ich, hat er wahrscheinlich auch in seinem Leben die noch nie gebraucht, außer irgendwie zum Schreiben und Tippen. Und er erzählte mir stolz, er hätte jetzt ein komplettes Haus saniert, von der Fußbodenheizung über dem Wärmetauscher bis zu tragenden Balken im Dach. Und es wäre vom Housing Inspector des Staates New Jersey abgenommen worden. Da habe ich ihn angeguckt und gesagt, wie hast du denn das gemacht? Da lächelte er mich an und sagt, YouTube. Ja, keine einzige Gebrauchsanweisung, nichts gelesen. Er sagte, immer wenn ich irgendwas machen musste, Kupferrohr zusammenschweißen oder irgend sowas, schnell 5-Minuten-Video angeguckt, dann wusste ich, wie es geht, habe ich losgelegt. Ja, der ist ein Mensch, der hat keine Geduld, sich der Heimwerker von A bis Z in 600 Seiten anzueignen, sondern der steht vor zwei Enden von einem Kupferrohr und die müssen irgendwie zusammenpassen. Und da gibt es übrigens relativ geniale 5-Minuten-Videos auf YouTube, die Ihnen erläutern, wie Sie Kupferrohre löten. Das ist Modularisierung. Die Schwierigkeit ist natürlich, und das ist dann der nächste Schritt, wie diese ganzen kleinen Module sich irgendwie zu einem Lernweg zusammenfügen, der zum Schluss Sinn macht. Weil es ist zwar schön, dass ich dann ein Kupferrohr löten kann, aber das ist jetzt nichts ganzheitlich Bildendes, sondern das erfüllt einen kurzfristigen Zweck. Ja, und der habe ich dann wahrscheinlich auch ein paar Tage später wieder vergessen. So, die Frage ist, gibt es digitale Technologien, die intelligent in Anführungszeichen genug sind, um mir den ganzen Weg durch die vielen Knowledge Nuggets, die da draußen im Netz sind, so zu ebnen oder so zu bahnen, dass ich hinterher was Sinnvolles gelernt habe? Beispiele kommen gleich. Und die nächste Stufe, auch dafür werde ich Ihnen Beispiele nennen, ist, können wir den häufig ja etwas in Gefahr des Vereinsamung befindlichen Lerners, der da vor dem Rechner sitzt und versucht, irgendwie sich durch diese ganzen kleinen Lernmodule zu hangeln, können wir den motivieren und kontinuierlich Feedback geben? Und alle diese Dinge, die Modularisierung, die Adaption, das Feedback und im Endeffekt auch die Zertifizierung, über die ich reden will, sind alles Dinge, die ein vernünftiger Professor im Hörsaal oder im Seminarraum mit 15 oder 20 Studenten machen kann und wahrscheinlich auch tut. Ja, der gibt Feedback, der adaptiert das Lernprogramm, der empfiehlt mal kleine Module im Sinne von das Kapitel ist interessant oder guck dir mal diesen Film an. Und das, was aber Digitalisierung leisten kann, ist eben mit einer riesigen Masse klarzukommen und gleichzeitig zu personalisieren. Zu skalieren, das, was der gute Professor mit 20 Leuten im Hörsaal macht, auf den Fall, wenn 1000 in der Vorlesung sitzen oder 100.000 im Netz folgen. Und die eine wirkliche Botschaft, die ich während des ganzen Vortrags immer wieder habe, ist Personalisierung trotz Massifizierung. Und das ist für mich der entscheidende Wandel, den eben die Digitalisierung bringen wird. Und ich hatte diese Woche in der Zeit dazu was geschrieben und das habe ich PUCs statt MOOCs genannt, also die Personalized Open Online Courses, eben statt der Massive, und dass die Form der Personalisierung wichtiger ist als die der Massifizierung. So. Diese Applikationszertifizierung, genau das Problem, was vorher schon diskutiert wurde, wie kriege ich denn dann irgendwie eine Bestätigung dessen, was jemand gelernt hat, wenn es nicht in einer ordentlichen Hochschule, sondern irgendwie im Netz stattgefunden hat. Diese letzten vier Schritte, Modularisierung, Adaption, Feedback und Zertifizierung, sind die wahren Potenziale aus meiner Sicht der Digitalisierung. Das vorher ist ein bisschen Vorgeplänkel mit dem, was wir heute eben schon zur Verfügung haben. Lassen Sie mich versuchen, das Ganze jetzt etwas strukturierter anzugehen. Ich will Ihnen ein paar, und es werden 5 Treiber sein,
die auch im deutschen Kontext relevant sind, warum wir uns mit Digitalisierung beschäftigen. Und aus diesen Treibern will ich Ihnen dieses Personalisierung trotz Massifizierungspotenzial ableiten, um Ihnen dann eben einen Ausblick darauf zu geben, dass, obwohl wir die Revolution heute als schlafend bezeichnen, so auch in unserem Thesenpapier vom CHE, sie im Endeffekt doch auch kommen wird. Und beginne also jetzt auf der Seite der Herausforderungen, Bildungsexpansion, Studentenberg, die Vielfalt der Studierenden wird mein Kernthema sein, Dozentenmangel eher eins aus den Entwicklungsländern, Kostenexplosion eher eins aus den USA und werde das dann aber auf den europäischen Kontext übertragen. Lassen Sie mich mit dem Thema der Bildungsexpansion beginnen. Ich habe in die Überschrift etwas Provokatives geschrieben, Hochschulbildung wird zum Regelfall. Das mag provokativ sein für jemand, der es sich an einer klassischen Forschungsuniversität versteht, aber wir hatten im letzten Jahr über 50% von jungen Deutschen, die eine Hochschulzugangsberechtigung erworben haben. Hochschulbildung wird eben zum Regelfall. Man sieht das hier nochmal ganz schön. 1960, 6% der bundesdeutschen Jugendlichen im damaligen Alter haben eine Hochschulzugangsberechtigung erworben. 2011 waren es eben 51% oder irgendwas in dem Dreh. Also eine knappe Verzehnfachung. Und das Schöne ist, dass wir 10-mal so klug geworden sind in der Zeit und deswegen der durchschnittliche Student heute noch genauso identisch ist mit dem, wie er vor 10, vor 50 Jahren war. Ist er natürlich nicht, sondern wir haben eine völlig andere Heterogenität, die sich heute in den Hörsälen und Seminarräumen der Universitäten und Hochschulen in Deutschland eintrifft, als wir das in den 60er Jahren hatten, wo wir im Rahmen von forschenden Universitäten den wissenschaftlichen Nachwuchs ausgebildet haben. Also, Hochschulbildung wird zum Regelfall. Wir haben eine Masse und mit der Masse kommt die Heterogenität und mit der muss ich irgendwo umgehen können und daran scheitert eben in Teilen das heutige Hochschulsystem. Sie sehen diese Konsequenz der Bildungsexpansion, jetzt will es wieder, auch wenn wir uns den Studentenberg, der gar kein Berg, sondern ein Plateau ist, in Deutschland mal angucken. Das hier ist die Prognose der Studienanfängerinnen von 2011 bis 2025. Und hätte ich 2005 dazu gezeichnet, hätten Sie gesehen, dass wir seit 2005 einen Anstieg von ungefähr 43% an Studienanfängern in Deutschland haben. 2011 war der absolute Peak, 2012 ging es ein bisschen runter, 2013 ging es wieder hoch. Und das ist eine ganz schöne Bewegung, die zeigt, der Berg ist kein Berg, sondern ein Hochplateau. Das dauert ungefähr bis 2045, 2055, bis die Nulllinie von 2005 wieder erreicht ist. Das ist also ein verdammt langer Berg. Das bedeutet, die Auseinandersetzung mit den vollen Hörsälen im deutschen Hochschulsystem ist nicht eine, die nach dem doppelten Abiturjahrgang übermorgen vorbei ist. Und es bedeutet andersrum, dass der wahre Grund dieses Studentenberges nicht die doppelten Abiturjahrgänge, sondern die gegenüber dem demografischen Schwund überproportional ansteigende Studierneigung ist. Und damit bin ich wieder bei dem Thema Masse und Heterogenität gemeinsam. Ja, die Vielfalt steigt eben im deutschen Hochschulsystem. Diese Diversität sieht man auch noch mal ganz schön an den unterschiedlichen kulturellen Hintergründen. Wenn man mal anguckt, wer heute Migrationshintergrund, also mindestens ein Elternteil im Ausland geboren oder man selbst im Ausland geboren, in Deutschland hat, dann sieht man ganz schön, dass bei den über 25-Jährigen die Hälfte von dem ist wie bei den unter 5-Jährigen. Das heißt, wir haben eine andere kulturelle Vielfalt, die jetzt ins Bildungssystem hineinwächst, die sich in den Schulen schon, die schon sichtbar ist. Und wenn man zum Beispiel mal in die deutschen Metropolen guckt, wo jetzt 3/4 der Neugeborenen oder unter 3-Jährigen zum Beispiel in Frankfurt am Main Migrationshintergrund haben, dann sehen wir eben, dass wir neben der größeren Heterogenität aufgrund der Leistungsspreizung auch eine größere kulturelle Heterogenität haben, die in dem Falle bedeutsam ist, weil viele dieser Kinder und Jugendlichen nicht die Vertrautheit mit dem deutschen Bildungswesen haben wie die Ursprungsbevölkerung. Und auch damit müssen wir uns auseinandersetzen. Der vierte Treiber ist einer, der jetzt nicht so wahnsinnig relevant in Deutschland ist, das ist die Zugangsproblematik.
Wir haben vorhin schon mal in dem Vortrag von Paul Kim gehört, was er da tut, um auch in Entwicklungsländern Bildung anzubieten. Und ich habe Ihnen ein Bild eines indischen Klassenzimmers mitgebracht. Das könnte auch ein indisches Seminararrangement in einer Hochschule sein. Und das Bezeichnende ist nicht die Schuluniform, sondern dass da 60 bis 100 junge Menschen in einem Klassenzimmer sitzen. Und es sitzen da nicht nur 60 bis 100 Menschen, ja, ein Viertel der Lehrerstellen ist unbesetzt, 300 Millionen Schulpflichtige können heute noch keine Schule besuchen, allein in Indien, die Hälfte der Lehrer hat keinen Hochschulabschluss, sondern ist selber nur zur Grundschule gegangen und ist Lehrer geworden. Das heißt, in diesen Ländern stellt sich die Frage, wie schaffe ich das, gute Bildung anzubieten, ohne dass ich die notwendigen Ressourcen dafür habe, nämlich keine Lehrkräfte. Das ist jetzt Indien, aber wenn wir uns mal angucken, was in Deutschland geschehen ist, da haben wir eine Verdreifachung der Zahl der Studierenden, aber nur eine Verdoppelung der Zahl der Professoren. Das ist jetzt noch nicht indische Verhältnisse, aber zumindest eine deutliche Herausforderung in dem Umbau des deutschen Hochschulsystems eben hin zu einem Massenbildungssystem. So, also die Frage, wie kann ich gute Bildung anbieten, wenn ich entweder gar keine oder zumindest nicht so viele Lehrer und Professoren habe wie früher? Und da kommt dann eben auch die Digitalisierung rein. Und der letzte Treiber ist die Frage der Kosten. Die Amerikaner sind immer besser mit den Zahlen, deswegen habe ich Ihnen eine Zahl aus den USA mitgebracht, aber sie verdeutlicht, wo auch im deutschen Bildungssystem, sowohl im schulischen als auch im hochschulischen, das Problem steckt. Dieses ist seit 1971 die Entwicklung der Kompetenzen der amerikanischen Schüler, in dem Falle Lesen. Die freuen sich, dass das immerhin noch flach ist. Ja, und sagen, wir haben einen unglaublichen Aufwand gehabt, um zu erreichen, dass die amerikanischen Schüler heute genauso viel können wie vor 40 Jahren. Der Aufwand schlägt sich in den Kosten nieder. Und die Kosten pro Schüler im Schulsystem, aber im Hochschulsystem ist das nicht viel anders, sind inflationsbereinigt in den USA um 240% pro Jahr gestiegen. Und es ist überhaupt kein Ende dieses Kostenanstiegs in Sicht. Und die Studiengebühren seit 1980, jetzt allerdings nicht inflationsbereinigt, war ich zu faul, mir das auszurechnen, sind um über 1000% in den USA gestiegen. Ist auch kein Ende in Sicht. Die Kompetenzen sind aber auch nicht besser geworden. Und wir müssen uns die Frage stellen, wie wir mit stagnierenden Lernergebnissen und gleichzeitig explodierenden Kosten umgehen. Also, Heterogenität, Massifizierung, Mangel an einer unglaublich wichtigen Ressource, nämlich dem Professor oder dem Lehrer, und explodierende Kosten. Das ist die Situation, mit der sich international, aber in Teilen eben auch national die Hochschulsysteme und die Bildungssysteme insgesamt auseinandersetzen müssen. Und wenn ich dann Themen habe wie Schuldenbremse, 2018, ja, wird da dran gezogen, dann ist das klar, dass das auch in Deutschland mit den Kosten ein noch relevanteres Thema werden wird, wie das heute schon ist. So, die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, ist Digitalisierung denn dafür die Antwort? Und wir haben, ich habe es vorhin schon erwähnt, dieses Bild der schlafenden Revolution versucht zu kreieren, aus folgendem Grund. Wir haben diese Treiber, also die Digital Natives kommen ins Hochschulsystem, technischer Fortschritt sind da, Social Media funktioniert, Investoren geben viel Geld ins System und wir haben Kosten, Zugang und Hochschulbildung wird zum Regelfall als die auch treibenden Faktoren. Ein paar von denen treffen auch in Deutschland zu. Ja, die linke Seite, okay, Investoren jetzt nicht in dem Maße wie international, aber wir haben die Netze, wir haben die Technologie, wir haben junge, affine, technologisch affine Menschen, die statt eine Vorlesung, die im Kino per Livestream aus dem überfüllten und stickigen Vorlesungssaal übertragen wird, dann doch lieber ein digitales Endgerät mit Interaktivität in der Hand haben. Auf der rechten Seite müssen wir aber sagen, dass wir in der glücklichen Situation sind in Deutschland, dass wir in keiner Weise vergleichbar mit den Amerika- oder Entwicklungsländern, Schwellenländern wie Indien, eine Zugangs- oder Kostenproblematik haben. Ja, unsere Hochschulen sind relativ umsonst und wir haben trotz doppeltem Abiturjahrgang hinreichenden Zugang gewähren können für alle, die eigentlich einen Studienplatz suchten. Und das Einzige, aber es ist ein Riesenpunkt als Herausforderung, ist, dass wir auch in Deutschland mit der Frage natürlich kämpfen, wie wir Masse und Individualisierung oder Masse und Personalisierung, Masse und Vielfalt unter einen Hut kriegen. Und dafür würde ich mir wünschen, dass wir die Möglichkeiten digitaler Bildung besser
in Anbetracht nehmen, als dass wir das heute getan haben. So, also Technologie, Gesellschaftsbewältigung, Studentenberg, Hochschulsystem, Schuldenbremse, Profilierung, alle diese Themen werden aus unserer Überzeugung dahin führen, dass wir nicht in der Geschwindigkeit, wie das in Amerika und in den Schwellenländern geschieht, aber doch mit einer gewissen Bewegung und Dynamik hin zu einer stärkeren Digitalisierung des Bildungswesens kommen werden. Jetzt begegnen mir häufig in Vorträgen und Diskussionen der Eindruck, dass diese Art der Skalierung, die wir versuchen zu erreichen, das erste Mal in der Geschichte der Universitäten und Hochschulen geschieht. Und ich sage immer, es ist das zweite Mal, dass wir uns einer solchen Art der Skalierung unterwerfen. Und das erste Mal haben wir inzwischen als sehr selbstverständlich akzeptiert. Nehmen Sie mal eine übliche Wertschöpfungskette. Da ist Wissen, das wird irgendwie generiert. Das wird vermittelt, ja, da sitzt einer vorne oder steht und erzählt das. Das wird geübt und dann wird es überprüft. Und dann kann hoffentlich der Lernende von dem Wissen irgendwie auch was anwenden. So, da gab es eine Zeit, da saßen 30 Leute mit Aristoteles oder Platon unterm Olivenbaum. Ja, das ist irgendein Mosaik aus dieser Zeit. Und da gab es diesen einen Gelehrten, der hatte 30 Schüler, Studierende, mit denen er eben unter diesem Olivenbaum saß. Und dieser eine Gelehrte hatte selber das Wissen produziert, vermittelte es, übte mit seinen Schülern, überprüfte es und irgendwann schickte er sie hinaus in die Welt, damit sie selber Gelehrte wurden. Und dann kam das Wunderbare, dass wir das Lehrbuch entdeckt haben. Ja? Und plötzlich war es nicht mehr nötig, dass, ohne jetzt den professoralen Kollegen zu nahe zu treten, ja, aber dass sie alle das Wissen selber aufbereiten und selber haben, sondern wir haben uns daran gewöhnt, dass wir ein wunderbares Lehrbuch haben und das mag sogar aus dem angelsächsischen Raum kommen, ja, und das nutze ich für meine Vorlesung und das wird 100.000-fach gedruckt und das nutze ich eben genauso und irgendwie unterrichten wir zumindest in einigen Fächern, ich bin Physiker, da kann ich das sagen, nach einem relativ ähnlichen Standard in der Welt. Aber nachdem das Lehrbuch da war, kam wieder die famose 30er Lerngruppe, die sich in der westlichen Kultur festgesetzt hat, egal ob im Schul- oder Hochschul-Seminarkontext. Und der Professor, Tutor, Lehrer, Fortbildender macht eben die Vermittlung, Üben und die Zertifizierung. Und wenn Sie wollen, ist das einzig Neue an der Digitalisierung, dass ich jetzt eben ein digitales Hilfsmittel habe, was die Vermittlung in Teilen eben gleich mitliefert. Ja, es ist nicht nur das Lehrbuch, sondern deswegen Skalierung der zweite Schritt. Ja, da wird jetzt auch noch gleich ein bisschen mit vermittelt. Das ist interaktiv, da ist vielleicht Video, Learning Games und so weiter. Und im Rahmen dieser Lernprogramme werden Teile übernommen noch aus dem Bereich Üben und Überprüfen. Und dann gibt es eben für einen kleineren Teil wie früher das Segment, wo dann der Tutor oder Professor oder wer auch immer mit den 30 Famosen in einem Raum sitzt und das übt. Das heißt, das, was wir jetzt erleben, ist nicht das erste Mal, dass sich der Lehr- und Lernkontext damit auseinandersetzen muss, dass ein gewisser Standard in hoher Skalierbarkeit reinkommt von außen und dass eine Funktion, die ich als Platon oder Aristoteles noch hatte, ein Stück beschnitten wird und sich in eine andere Funktion wandelt. Und trotzdem gibt es natürlich noch den Kontext, wo der heutige Platon mit 30 Schülern irgendwo sitzt, aber wenn ich das für 50% der Bevölkerung machen will, dann schaffe ich das eben nicht mehr in der 30er Lerngruppe. So. Und damit bin ich eben nochmal bei dieser Massifizierung und bei der Skalierung, bei der einen Botschaft, von der ich möchte und hoffe, dass sie nach diesem Vortrag hängen bleibt. Diese Massifizierung ist eben nicht alles, was das System leisten kann, sondern die Digitalisierung erlaubt die Personalisierung während oder trotz der Massifizierung. Und das ist das, was ich Ihnen gleich auch noch an anderen Industrien versuche entsprechend zu zeigen. Also statt den Einzelnen durch das Einheitscurriculum zu überfordern, zu unterfordern, zu langweilen, haben digitale Technologien das Potenzial, eben Lernweg, Geschwindigkeit, Niveau, auch den Lernstil an die Bedürfnisse des Einzelnen anzupassen. So, und wenn man jetzt mal guckt, wie heute in anderen Industrien das funktioniert, dann habe ich ja, wenn ich mich für Musik interessierte, früher mal die ganze CD irgendwie bei Amazon mir entweder bestellt oder runtergeladen.
Das macht heute aber keiner mehr, weil ich mir auf meinem Smartphone meine eigene individuelle Musiksammlung zusammenstellen will und kein Interesse habe, die anderen doofen Lieder auf der CD zu kaufen, zu bezahlen und anzuhören. Und wenn ich heute Kleidung bestelle, dann bestellen viele wahrscheinlich von Ihnen noch die schönen Schuhe bei Zalando, ja? Aber wenn ich den Maßschneider brauche, aber nicht das Geld habe, um nach London zu fliegen, um mir das ordentlich anpassen zu lassen, dann gehe ich eben zu Tailor for Less, ja, und kann für den Preis eines Standardproduktes mir meinen Anzug schneidern mit dem rechten Bein linken, kürzer als dem linken. Und ich kann natürlich immer noch bei Edeka 24 mir alles bestellen, was ich haben will, aber wenn das Müsli, was ich wirklich gerne esse, nicht bei Edeka 24 zur Verfügung steht, dann gehe ich eben zu mymuesli.com und mische mir unter 80 Zutaten das digital selbst und lasse es mir am nächsten Tag nach Hause liefern. Und alle diese Geschäftsmodelle zeigen, dass ich zu vernünftigen Kosten in einem absoluten Massenmarkt hochindividualisierte Produkte, seien es Anzüge, Musiksammlungen oder Müslis, zusammenstellen kann. Und das wird aus meiner Sicht eben der nächste Schritt sein, der nach den MOOC-Plattformen, Iversity wurde heute hier schon benannt, dann kommen wird hin zu PUC, Personalized Produkten, und der Massifizierung folgt also die Personalisierung. Jetzt habe ich Ihnen am Anfang, komm, kleine Funkmaus, gesagt, dass ich versuche, die Beispiele in eine Struktur zu gießen. Das würde ich jetzt in dem zweiten, kürzeren Teil meines Vortrags noch versuchen und Ihnen eben Beispiele zu geben, in der Regel welche, die eher in den USA stattfinden als in Europa, die aber in eine Struktur zu bringen, von der ich hoffe, dass wir damit dann in der Anwendung in Deutschland auch sinnvoll mit klarkommen. Also, ich fange mal an mit einer klassischen Wertschöpfungskette einer deutschen Hochschule, die ich mir zugegebenermaßen selber ausgedacht habe. Am Anfang habe ich eine Navigationsphase. Ich frage mich, was in aller Welt soll ich studieren? Wenn ich Glück habe, habe ich Eltern, die auch studiert haben, die erzählen mir das dann irgendwie, oder ich habe Freunde, die studieren, oder ich gucke in irgendwelche Hochschulrankings rein und entscheide mich, was ich studiere. Dann komme ich an die Hochschule und kriege den Inhalt geliefert und noch ein bisschen Service drumherum. Ja, also Studentenservices vom Wohnen bis hin zum Tutor. Und zum Schluss kriege ich ein Zertifikat und mit dem Zertifikat gehe ich in den Job. So war das früher. Das wird sich ein Stück wandeln. Ich werde wieder eine Orientierungsphase haben, eine Inhaltsphase, aber ich brauche stärker als früher, gerade wenn ich es mit einer heterogenen Lernerschaft zu tun habe, eine Motivations- und Feedbackphase, wo mir kontinuierlich gesagt wird, wo ich stehe, wo ich eben nicht 3 Jahre alleine gelassen werde als selbstständig forschender Lerner und dann mich zur Prüfung anmelde, sondern wo doch für viele nötig eine engere Strukturierung ist. Wir werden Elemente des Austausches untereinander brauchen, weil der einzelne Professor in dem One-to-Many-Austausch überhaupt nicht mehr klarkommen kann, sondern ich muss diesen Peer-to-Peer-Effekt nutzen können, um zu versuchen, eben, Paul Kim hat heute Morgen gesagt, the network is the educator oder so, also um die Netzeffekte auszunutzen, miteinander zu lernen. Und dann brauche ich die Validierung, Zertifizierung, und dann fängt das Ganze wieder von vorne an, weil es eben ein lebenslanger Lernprozess ist. Und das Ergebnis der Zertifizierung ist wieder eine Orientierung, was ich als nächstes machen sollte. Und in diesen 5 Schritten würde ich Ihnen jetzt gerne mal ein paar Beispiele bringen und dann zu einem 6. Schritt in der Mitte kommen, was sozusagen der Motor ist, der das alles treibt, nämlich Learning Analytics, wo also die aus der Datenmenge, die dabei anfällt, intelligente Systeme versuchen, Schlussfolgerungen zu ziehen. Wie gesagt, die jeder Professor bei 20 Studenten selber ziehen könnte, aber bei 200.000 wird es eben ein bisschen schwierig. So, in diesem Kreis gehe ich jetzt vor und fange an mit Navigationshilfen. Ich habe jetzt das Produkt Noodle mitgebracht. Heute Morgen, Paul Kim hatte was anderes benannt. Ja, nehmen Sie Noodle, das ist sozusagen das Google für Education. Und ich glaube, Online-MBA ist nach Sex das zweitmeist gegoogelste Wort in der Welt. Ja, also da scheint ein Bedarf zu sein. Und was Noodle zum Beispiel kann, da sind 400.000 Lerninhalte auf der Plattform hinterlegt. Das ist von einem Kahn-Video von 3 Minuten bis zu einem 5-jährigen Studium. Und das, was ich dort mache, ist, dass ich mein Profil eingebe.
Ich sage, ich bin 26 Jahre, ich habe einen Bachelor abgeschlossen, ich möchte gerne bei Apple eingestellt werden als Computer Engineer und ich kann aber nicht Englisch und außerdem fehlt mir noch der Master. Und die Idee ist dann, dass so eine Plattform wie Noodle mir eine gewisse Orientierung gibt, welche Kurse, Hochschulen oder auch vielleicht ganz andere Online-Produkte ich belegen könnte, um von meinem heutigen Status quo zu meinem Ziel zu kommen. Und die haben dann da auch noch so ein kleines LinkedIn-Barometer. Wenn ich mich dann für ein bestimmtes Modul entscheide und vorher meine Wunscharbeitgeber angegeben habe, dann steigt meine Employment Chance. Ja, also dann habe ich vorher 3%, um bei Apple unterzukommen. Und wenn ich jetzt zum MIT gehe und Computer Engineering Master mache, dann springt die auf 30%. Ja, während wenn ich nur zum Goethe-Institut gehe und dort einen Deutschkurs belege, dann bleibt die bei 3%. Ja, da sehe ich also sofort in Anführungszeichen den Effekt, den eben ein bestimmtes Lernmodul für mich hätte. So, das ist also eine digitale Möglichkeit der Orientierung. Klar würde ich mir wünschen, diesen seniorisch erfahrenen Ratgeber zu haben, der mich da durchführt, aber wenn der mir nicht zur Verfügung steht, ist das vielleicht besser als gar nichts. Und ich glaube, das ist so die Mentalität, mit der wir an viele dieser Dinge rangehen. Ja, es geht eben häufig compete against non-consumption, um den Vergleich mit dem, wenn ich gar nichts habe. Und da kann die Maschine mehr. Zweiter Schritt, hochwertige Online-Studiengänge. Jetzt hatte Paul Kim wegen der Series D-Runde heute Morgen schon 2U erwähnt, hatte ich nun mir zufällig auch rausgesucht. Eine Firma, die etwas südlich von Washington DC sitzt und mit enormem Aufwand Online-Kurse exklusiv für eine Hochschule in digitale Produkte konvertiert. Die beschäftigen ungefähr 100 Leute für einen Kurs einer Hochschule. Entsprechend teuer, Profit Sharing und exklusiv. Also die gehen auf die University of Southern California zu, die hat ein Teacher Education Training Programm, in dem on ground 50 Leute Lehramt studieren. Und dann machen die Folgendes. Die sagen, wir nehmen deinen Teacher Education Master, machen ihn in ein hochwertiges Online-Produkt, gleiche Studiengebühren, hinterher nicht erkennbar, ob jemand on-ground oder online studiert hat. Wir versprechen dir, mit keiner anderen amerikanischen Universität einen Master of Education zu machen. Und wir teilen die Studiengebühren 50-50 oder 70-30 zugunsten von 2U auf. Und dafür bringen wir das Ding online, machen Marketing, Recruiting bis hin zum Alumni-Management alles. Ich glaube, der Master of Education der University of Southern California hat jetzt 2.500 oder 3.000 Studierende. Ja? Und der Unterschied zwischen 50 und 3.000 ist eben online durch 2U. Und der Profit von den extra 2.950 Studiengebühren, $30.000 im Jahr, ist eben 50-50 zwischen 2U. Aufwendige Videoteams, ja, extrem aufwendige Pädagogik, Konvertierung und alles. Also das ist sozusagen der Rolls-Royce unter dem, wenn Sie investieren wollen und ein existierendes On-Ground-Produkt online bringen wollen. Übrigens auch in Kleingruppen, ja, 12 Studenten in der synchronen Live-Video-Chat-Session mit einem Professor. Ja, da formen sich dann Arbeitsgruppen, die mit dem Prof arbeiten, Seminarcharakter. Deswegen kostet das auch so viel, weil der Arbeitseinsatz der Professoren als die teuerste Ressource ist die gleiche wie vorher. Also wenn Sie wollen, ist das der Anti-MOOC. Ja? Daran ist nichts massive, sondern das ist alles individuell kleingruppenorientiert, sehr eng verfolgt, also begleitet von Student und Professor. So, das war Navigation und ein Beispiel für Content. Und damit komme ich zu etwas, was so ein bisschen einen George Orwell-Charakter hat und auch mir etwas Gewöhnungsbedarf abgewinnen musste. Ich war vor ein paar Wochen mit einem Kollegen im MIT im Media Lab. Herr Janoschka vom Stifterverband ist auch noch dazugestoßen. Und wir haben uns das Mood Meter angeguckt. Das ist eine Arbeitsgruppe im MIT, die kann das, was ich auch kann. Ja, ich gucke Frau Wintermantel ins Gesicht und sage sofort, ob sie gerade aufmerksam ist, ob es ihr gut geht, ob sie interessiert ist, ob sie gelangweilt ist. Ja, sehe ich auch bei Ihnen. Ja. Das kann ich im Gesichtsausdruck ablesen. Was ich kann, kann auch ein Computer. Ja, das Mood Meter nutzt die Kamera im Smartphone oder im Laptop und sieht anhand des Gesichtsausdruckes, des Pulses, weil der kann sehen, ob die Haut pulsiert, und anhand der Veränderungen des Blutdrucks, weil die Haut sich anders einfärbt, ob sie gerade aufmerksam sind, gelangweilt oder so.
Das Ding wird heute genutzt für die Werbeindustrie. Ja? Sie produzieren als Mercedes-Benz den teuren 30-Sekunden-Spot und dann kriegen 1000 Leute den gezeigt. Das Mood-Meter läuft und hinterher kriegen sie pro Sekunde den Aufmerksamkeits- und Interesse-Level der Zuhörer für ihren Werbespot und verändern ihren Werbespot. Dafür zahlt die Werbeindustrie viel Geld an diese Firma. Und jetzt haben die sich natürlich überlegt, das können sie auch machen bei Online-Lernen. Ja? Der Online-Lerner sitzt also da, guckt irgend so ein Kahn-Video oder die Vorlesung von Herrn Lovitschak, ja, und die Augen fangen an, da nach oben zu gehen, ja, und so. Die Aufmerksamkeit lässt nach, System stoppt, stellt eine Frage, sagt, geht's dir nicht gut, willst du nicht wieder aufpassen, ja, und versucht, den wieder zurückzuholen. Oder das System sagt, geh mal eine halbe Stunde Fußball spielen, ja, warst schon lange genug dran. Klar, hat so ein bisschen George Orwell-Charakter, ja, Big Brother is watching you, aber wenn da irgendwie Hunderttausende von Studierende vor dem Laptop sitzen und sich davon 190.000 langweilen und 10.000 aufmerksam sind, dann brauchen wir eben solche Hilfsmittel, ja, um das zu ersetzen, was, ich sag's nochmal, jeder gute Professor im Seminarraum mit den 20 Studenten erreichen kann. Der spricht sie an und sagt ein bisschen müde, ja, pass mal wieder auf. So, und diese Tools zum sofortigen Feedback, Motivation, Intervention, Eingriff gibt es inzwischen. Alles pilothaft, ja, die verdienen, wie gesagt, ihr Geld mit der Werbeindustrie und noch nicht mit dem Online-Lernen, aber die sind jetzt eben dabei, das, was woanders funktioniert, auch einzusetzen. Nächster Schritt, Austausch. Wir haben jetzt heute mehrfach gehört, wie wichtig es ist, dass Peer-to-Peer-Learning stattfindet. Ich habe Ihnen mal was ganz anderes zum Austausch mitgebracht. Eine Plattform, gemeinnützig Not-for-Profit Institute. Institute verkauft sich als die Alternative zum Studium, nämlich die Ausbildung des 21. Jahrhunderts. Sie sind ein Digital Native, sie wollen in der digitalen Welt eine Ausbildung machen und sie brauchen den alten Master Craftsman als Vorbild. Und den kriegen sie digital. Und sie sind über 1 bis 3 Jahre der digitale Lehrling eines in der digitalen Industrie arbeitenden Menschen. Vielleicht sind sie auch teilweise vor Ort. Ja. Sie lernen 8 Stunden pro Woche auch digitale Inhalte als Basiswissen, also von Englisch und Mathe und was sie alles brauchen. Ja. Aber im Prinzip funktioniert die gesamte Interaktion one-to-one, peer-to-peer in Teilen, aber eben auch master-to-peer online und nicht in einem klassischen Setting einer Universität, weil relativ wenig gelehrt wird und sehr viel vorgemacht. Und dann muss man eben selber nachmachen und wie früher einem das Kupferwürfelschleifen irgendwie beigebracht wurde, wenn man Maschinenschlosser werden wollte, da sind es eben heute andere Technologien, die erprobt und erübt werden müssen. Eine Plattform, die eigentlich nur davon lebt, dass sie Menschen digital zusammenbringt, in dem Falle aber nicht Peer-to-Peer, sondern mehr Master-to-Peer, also Vorbild und Lerner. Klar ist, sehr selbstorganisierte Lerner, das adressiert nicht denjenigen, der nicht weiß, wo er hin will. Ja, und damit komme ich ziemlich zum Ende dieser Kette, Validierung und Zertifizierung. Und da sind wir aus meiner Sicht bei einem der Kernprobleme des digitalen Lernens, aber auch einer der größten Chancen, die wir haben. Ich habe Ihnen die Plattform Degreed mitgebracht, also von Degree. Und Sinn und Zweck dieser Plattform ist, die formalen und auch informell erworbenen Fähigkeiten, die ich in meinem Leben habe, zu einem, wenn Sie wollen, zertifizierten Lebenslauf und Portfolio zusammenzufassen. Und diesen zertifizierten Lebenslauf können Sie dann wahlweise irgendeinem zur Verfügung stellen, bei dem Sie sich gerne bewerben wollen. Aber der Witz ist natürlich, dass das System Ihnen auch dann vorschlagen kann, was Sie noch lernen müssten, um die nächste Stufe zu erreichen. Also der erste Schritt ist, Sie sagen, ich habe einen Bachelor gemacht und dann habe ich noch einen Goethe-Institut-Kurs gemacht und ein Konfliktmanagement-Training und dann habe ich 5 Jahre Arbeitserfahrung in der Industrie und aus all diesen Informationen entsteht ein zertifizierter Lebenslauf. Und der nächste Schritt des Systems ist natürlich, und da schließt sich der Kreis eben wieder zur Orientierung, dass das System schlau genug ist, Ihnen zu sagen, Sie sind Softwareprogrammierer, bei denen funktioniert das immer noch besser. Ich weiß aus der Analyse der 4,3 Millionen Lebensläufe von Softwareingenieuren bei LinkedIn, dass wenn Sie das SAP R3-Modul beherrschen würden, Sie $5.000 mehr im Jahr verdienen würden. Und ich hätte ein wunderbares Angebot, wo Sie SAP R3 für $1.000 belegen können.
Und da wird eben wieder aus der Zertifizierung eine Orientierung und das lebenslange Lernen fängt in der Kette wieder von vorne an. Die Frage, die sich bei diesen Plattformen stellt, und die ist natürlich hochrelevant für die Universitäten, wer in der Zukunft gibt den Vertrauensstempel auf Lebenskenntnisse? Ist es wie heute die Universität oder wird das abgelöst? Und ich kann Ihnen nur sagen, aus der Situation eines Arbeitgebers, der viele Bewerbungen auf den Tisch kriegt, fängt die Sache an, mich zu überfordern. Die Bewerbung bestand früher mal aus einem Abi-Zeugnis und einem Hochschulzeugnis und einem einseitigen Lebenslauf. Ich kriege jetzt so einen digitalen Packen von Einzelzertifikaten nachgereicht. Da sind ganz viele Kurse belegt und ich kenne die Anbieter alle nicht und ich kann das alles nicht einordnen. Wenn es einen Dienstleister gäbe, der mir aus dem Wust, den ich kriege, wieder eine zwei- oder dreiseitige Variante zusammenschneidern würde und ich würde dem vertrauen, weil der einen Qualitätsstandard im Sinne einer ISO, TÜV oder ich weiß nicht was, Stiftung Warentests, Vertrauenszertifizierung hat, dann würde ich wahrscheinlich eher darauf zugreifen als auf Ihr Hochschuldiplom. Und je mehr Fremdleistungen anerkannt werden, eingebracht werden, je mehr das informelle Lernen eine Rolle spielt, desto bedeutender werden diese Plattformen. Und ich kann nur sagen, ich wünsche mir, dass das jetzt nicht gerade alles kommerziell gelöst wird, sondern dass wir auch in der Lage sind, durchaus mal ein paar Standards von staatlicher Seite, vielleicht europäischer zu setzen, um zu sagen, welche Kompetenzwerte wir überhaupt erreichen wollen, weil das aus meiner Sicht ein Stück auch eine hoheitliche Aufgabe ist, die jetzt nicht nur im konkurrierenden Verhältnis irgendwelcher Firmen stehen muss. Aber klar ist, da ist ein Riesenfeld. Ja, diese Verbindung zwischen der Lernkarriere und dem Arbeitsmarkt findet an der Stelle statt. Und es ist halt heute schon so, dass viele Firmen nicht mehr an der Hochschule rekrutieren, sondern auf irgendwelchen Plattformen, wo sich ein bestimmtes Klientel an Leuten tummelt. Also die Softwareingenieure, die sind bei Stack Overflow und kriegen da ihre Badges. Und die Badges sind viel wichtiger, als ob das der Hochschulabschluss nun von Stanford oder vom MIT war. Und ob das ein B- oder ein B+ war, da gucke ich lieber auf die Badges bei Stack Overflow. Und das ist eben die Frage, wie wir damit als Hochschulsystem umgehen. Und damit komme ich zu dem Punkt in der Mitte, den Learning Analytics, der letzte Punkt. Irgendwer muss diese 5 Schritte steuern. Und der Irgendwer ist eine Maschine mit vielen Daten. Und was es erreichen wird, ist, dass ich eben nicht mehr die Eindimensionalität des Lernens habe, die ich im Kapitel 1, 2, 3, 4 eines Lehrbuchs früher abgebildet habe, sondern hier ist mal die Lernlandkarte der Khan Academy mitgebracht, dass ich diese Lernmodule in kleinen Nuggets verteilt habe, in einer mehrdimensionalen Landkarte. Und durch diese Landkarte führen viele Wege. Und es gibt eine Maschine, die aus der Intelligenz der Masse von Millionen anderen, die diese Ziele schon erreicht und die Wege beschritten haben, Schlussfolgerungen ziehen kann, was mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit für mich der beste Weg wäre. Und deswegen fangen die alle hinten an. Ja, die analysieren die Lebensläufe derjenigen, die erfolgreich im Beruf sind und die Maschinen rekonstruieren, wie die da hingekommen sind und bauen diese Landkarten von hinten auf. Und dann stellt sich raus, dass Hochschulstudium eine große Rolle spielt oder eben auch nicht. Manche Studiengänge ja, manche nicht, manche Hochschulen nicht, manche ja. Und diese Art der Learning Analytics schafft es eben dann, das modulare und adaptive Lernen sinnvoll zu gestalten. Riesendickes Brett. Hochkomplex, aber auch hier gilt, die ersten pilothaften Versuche schaffen es durchaus schon ganz gute Ergebnisse zu erzielen. Ich habe im Anfang des Jahres mit einer Arbeitsgruppe in Berkeley gesprochen, die also Professorin für künstliche Intelligenz ihr kleines Start-up hat und die hatte mal von der University of Phoenix 10.000 Studentendaten zur Verfügung gestellt bekommen. 5.000 im einen Semester, 5.000 im nächsten Semester. Und das Einzige, was sie gemacht hat, ist eine Woche lang den E-Mail-Verkehr der Studenten untereinander zu analysieren mit ihrer künstlichen Intelligenzsoftware. Und hat sich dann angeguckt, welche Muster sie vom Schreiben der E-Mails der Studenten untereinander erkennt, die korrelieren mit der Abschlussnote 14 Wochen später. Und dann hat sie ein Semester später wieder die 5.000 genommen, den nächsten Jahrgang, hat sich eine Woche den E-Mail-Verkehr angeguckt und mit einer 90-prozentigen Trefferwahrscheinlichkeit den Abschlussnote 14 Wochen später vorhersagen können.
Was sie damit erreichen kann, ist, dem unterrichtenden Professor an dieser Online-Universität frühzeitig einen Indikator zu geben, wer aus dem Kurs rausfliegen wird und wer von alleine super durchschwimmt. Können Sie alle, wenn Sie 15 Studenten im Seminar haben, wissen Sie nach einer Woche Reden ganz genau, wer mit einem 1 und wer mit einer 5 aus dem Kurs geht. Ja? Aber hier funktioniert das für 5, 10 oder 100.000 Studenten gleichzeitig. Und das ist eben die Intelligenz der Systeme im Sinne von Learning Analytics, die als ein Unterstützungsmechanismus die Digitalisierung, die Personalisierung dann nach vorne bringen wird. Und all die Dinge haben dann eigentlich auch nichts mehr mit MOOCs und Massive im Klassischen zu tun. Und damit noch ein Fazit. Ich habe versucht, Ihnen zu verdeutlichen, Hochschulbildung wird zum Regelfall auch in Deutschland. Und die Konsequenzen sind eben Massifizierung und hoffentlich auch Personalisierung. Wenn wir es nämlich nur bei der Massifizierung belassen, dann kriegen die Einzelnen nicht das Bildungsprodukt, was sie verdienen, nämlich ein auf sie zugeschnittenes. Und da stecken jetzt eine ganze Menge an zukünftigen Trends und Themen drin. Dazu müssen wir verstehen, was das mit Internationalisierung und Marketing zu tun hat. Hatte ich Ihnen am Anfang als eine Selbstverständlichkeit genannt. Da scheinen auch viele kommerzielle Interessen zu haben. Also müssen wir verstehen, welche Geschäftsmodelle auch für die Hochschulen im Zuge lebenslanges Lernen, Weiterbildung da drinnen stecken. Wir müssen aber natürlich auch verstehen, wie man ein Curriculum designt und wie man Qualität sichert. Ziemlich unbeantwortete Fragen bisher. Wir brauchen ein Verständnis über die Innovationen, die in diesen Lehr-, Lern- und Prüfungsszenarien möglich sind. Wir brauchen Policy und wir brauchen Ressourcen, also von Technik über Rechten und Ähnliches. Und wir müssen natürlich verstehen, wenn das Hochschulsystem vor einem solchen auch grundlegenderen Wandel steht, wie man einen solchen Wandel auch jetzt aus Sicht einer Hochschulleitung strategisch organisieren und begleiten kann. Und das sind alles Themen, die wir in den nächsten Jahren Stifterverband, Hochschulrektorenkonferenz, BMBF hoffen, in so einem Forum loszutreten. Gesprächsgruppen und Kreise könnten zum Beispiel die 6 sein, vielleicht werden es auch 7 oder 4, will ich mich jetzt nicht festlegen, aber die anhand dieser Themen die Praktiker aus den Hochschulen, sicher auch mit Leuten aus Administration, unterstützt von Juristen oder Technologieexperten, je nachdem, was sinnvoll ist, Empfehlungen und Erkenntnisse für die deutschen Hochschulen erarbeiten. Und das ist eben die Hoffnung, dass das die heutige Tagung ein Stück ein Startpunkt wird für diese Arbeit, die dann der Stifterverband als Geschäftsstelle, wenn wir das alles so hinkriegen, gerne betreiben würden und wir anderen Partner da unseren Beitrag zu liefern, in dem Versuch eben hier zwischen allen, die davon was verstehen und allen, die lernwillig sind, sich diesen dicken Brettern zu nähren, damit wir nicht nur bei MOOCs stehen bleiben, sondern die wahren Potenziale der Digitalisierung heben können. Herzlichen Dank.